So, dann willkommen zurück und abduschen Riss in der Wand. Eine Feder. Und noch eine. Für einen neuen Schulterschutz sind es zwar nicht genug, aber ich finde schon eine Verwendung für sie. Ich danke euch, Hawk. Nur kein Problem. Seht euch das an. Wenn man sie auf die Handfläche legt, zeigen sämtliche Federkiele in dieselbe Richtung, wie bei einem Kompass. Ist doch nicht schlecht. Da freut sich einer um die Ein Feder. Glück, dass mein Clan hier nie sein Lager aufgeschlagen hat. Jetzt wissen wir, wo die Gasten hergekommen sind. Wir müssen uns durch sie durchkämpfen. Aber zumindest werden sie auch die Männer des Herzogs aufhalten. Zumindest. Na, nett gesagt. Gehen wir erstmal hier runter. Na, kommt her. Ihr kleinen Wichte. Ja, er hat seinen halben Oberkörper vergessen. Und Felgas Radriel macht ihn fertig. Einer der Kreaturen, die ich einfach verabscheue. So, weg ist er. Hooray! Und da nieder liegt er. So, was haben wir hier oben noch? Einen Leichnam. Und einen Trank. So, ein Tor. Wir machen aber erst da oben das Ding noch. Einen Moment. So, da kann es weitergehen. Oh, ich könnte auch mal die Fähigkeiten aktivieren, sehe ich gerade. Und da kommt der Gaste. Alle mal ein bisschen so weg, dass ich da in Ruhe kämpfen kann als Nahkämpfer. Und weg ist das Ding. Oh, hat ein Verletzungskit dabei. Ja, wunderbar. Gehört immer gut gebraucht. Mein Klein noch glatt. Hooray! Schöne Erfahrungspunkte abgeschmatzt. Mann und einen Heiltrank bekommen. Und dann lasst uns da vorne mal durch. Ist das ein See? Mitten im Berg? Die Zuflucht musste während der Verderbnis Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten aufnehmen. Ohne frisches Wasser ist das unmöglich. Aber es ist ein See. Ach, das? Ich habe keine Ahnung. Tja, ist doch cool. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Seltsam. Ich könnte schwören, dass da... Vertraut mir. Talis! Nicht nur der Zirkel weiß, wie man einen Magier bricht. Der Herzog ist ein Narr. Seine Feinde sind ein eingebildeter, argloser Haufen. Aber ihr seid eine würdige Herausforderung. Prosper soll seine eigenen Schlachten schlagen. Und ich werde die meinen selbst wählen. Tja, dann, Kahir, stirb auch bitte. Weg mit den verrückten Magiern. So, komm her, Kamerad. Und Meryl, die nie gelernt hat, wegzurennen. Geht's schon. Daneben! Es wäre ein wirklich guter Wurf gewesen.
Ihr dachtet doch nicht, ich würde weggehen, oder? Ah, doch, eigentlich schon. Aber danke, dass du wieder da bist. So, dann schnapp du dir mal den Magier da. Anders, du hast da nichts verloren. Und die beiden dann. Er hat sich aus mir nicht öffentlichen Gründen zurückgezogen aus dem Kampf. Ist wieder so einer, der nur Barrieren spammt. Gahir ist tot. Und jetzt bist du dran. Ihr werdet fort. Ach, Unsinn. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Ich sagte, ich würde euch hier rausbringen und ich habe es auch so gemeint. Gehen wir weiter. Der Ausgang kann nicht mehr weit sein. Na dann, vielen Dank. Fallgatter Schlüssel und Drachenodem. Gar nicht mal so schlecht, aber wir haben mittlerweile schon was Besseres. Das war's. Wie so. Habt ihr gelernt, diese Sache mit den Messern zu machen, Tellis? Sie zu werfen? Ja, Isabella macht das auch manchmal. Aber wie verhindert ihr, dass sie jemanden mit dem Knauf zuerst treffen und einfach an dessen Nase abprallen? Ach, um ehrlich zu sein, passiert mir das andauernd. Dann muss man einfach so tun, als hätte man genau das gewollt. Was manchmal ziemlich schwierig ist und außerdem die Stimmung zerstört. Warum werden wir noch nicht attackiert? Macht mich nervös. Na schön. Ein kleines Lager gefunden. War das etwa dieser Kamerad, dieser Scholar, der sich in den Höhen ja irgendwie verlaufen hatte? Der Weg nach draußen. Ich wusste, ihr würdet ihn finden, Hawk. Ach, kein Problem, Meryl. Wir haben schon Schlimmeres gefunden. Und auch entfunden. Ich hab mir jetzt gerade den Sack da noch. Gegner können ja ruhig mal zu uns kommen. Zurück mit dir! Du bist erledigt! Und was ist das jetzt für einer? Ein Fellgas? Das ist ein Schuss! Haut ihn platt. Wenn ich Meryl da ein bisschen wegkrieg. Schlag. Was war das jetzt? Anders, verschwinde da. Und auch du, Meryl. Und dann gibt's hier jetzt erstmal... Zack, die Sense. Und ein kleiner Wirbelwind. Den Rest schafft ihr, oder? Anscheinend noch nicht. Und steh ich gar nicht wieder auf! Ja, das war doch gut. Irgendeine Kette bekommen. Ach, da ist noch einer. So, und noch einer. Und da ist der Weg nach draußen. Seht ihr? Ich sagte doch, ich habe einen Plan. Es war ein guter Plan, mit Fluchtweg und allem, was dazugehört. Kein Monsterhort. Ein gutes Zeichen. Ihr könntet also gehen. Allerdings gibt es noch andere Möglichkeiten. Hier bleiben, für immer? Oh, da ist bestimmt Platz für eine Pritsche. Aber wo stellen wir den Esstisch hin? Ich weiß, ihr denkt, ich hätte euch belogen. Nun, das stimmt auch, aber ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Was Salid vorhat, wird vielen Unschuldigen schaden. Meinen Leuten ebenso wie den euren. Es ist meine Pflicht, ihn aufzuhalten. Aber alleine schaffe ich es nicht. Nicht mehr. Ihr bittet um Hilfe? Nach allem, was ihr so getan habt, wieso sollte ich euch da ein weiteres Mal helfen? Weil ich eure Nase habe? Hat euch das Kuhn das beigebracht? Würde ich dem Kuhn folgen, hätte ich wirklich eure Nase. Ich nehme an, das hilft mir nicht weiter.
Ginge es nach mir, wärt ihr nie in all das verwickelt worden. Und wenn ich euch töte... Oh. Was widerfährt den Unschuldigen? Erklärt mir, was an Salids Vorhaben so schrecklich ist. Ich kann nicht. Nicht zur Gänze. Und ja, ich weiß, das ist kaum hinnehmbar. Die Information, die Salid Orlais übergeben will, schadet nicht nur den Kunari. Sie schadet allen, die in Gebieten der Kunari leben. Selbst jene, die vor den Kunari geflohen sind, werden ungeachtet ihres Volkes auf ewig der Verfolgung ausgesetzt sein. Kommt euch wohl gelegen. Das ist jetzt aber nicht bloß eine Finte, um mich erneut zur Hilfe zu bewegen, oder? Wenn es doch nur so wäre. Ich bin nicht auf Anweisung des Kun hier. Ich bin gekommen... Salid wurde zum Tal Vashoth erklärt, aber für eine Intervention war er ihnen zu unwichtig. Ich war anderer Ansicht. Ich musste es versuchen. Ihr seid eine Rebellin? Macht euch das nicht auch zur Tal Vashoth? Nein, die Ben Hasrath haben mir nicht befohlen, es nicht zu tun. Aber ich bin dennoch hier. Ich habe versucht, ihre Gunst wiederzuerlangen. Dies hier dürfte dabei allerdings kaum hilfreich sein. Wieso? Was habt ihr getan? Es ist nicht einfach als Elfin im Kun. Man wurde nicht hineingeboren, so wie sie. Ich habe mich bemüht, diesen Frieden zu finden. Diese Sicherheit. Ich weiß, es gibt sie, aber es gelingt mir nicht. Was ist mit euch? Wart ihr je Teil von etwas, das größer ist als ihr selbst? Nicht wirklich. Etwas Großes hat versucht, mich zu fressen. Zählt das? Die Kunari haben eine Vision, wie das Leben sein sollte. Frei von Schmerz und Furcht und Zweifel. Ihr seht darin Tyrannei. Ich Treusorge und Interesse am Wohle aller. Ja, es könnte besser sein. Aber das kann man über die Gleichgültigkeit und Grausamkeit der Menschen auch sagen. Oder seht ihr das anders? Nun, die Kunari gehen zu weit. Es könnte besser sein im Zusammenhang mit den Kunari ist eine Untertreibung. Mag sein. Aber Salids Vorhaben ist da keine Hilfe. Es macht alles nur noch schlimmer. Wie soll ich euch helfen? Was genau schwebt euch vor? Wir könnten zurückgehen und ein Tässchen Tee mit dem Herzog trinken, um einander besser kennenzulernen. Und sobald er anfängt, uns zu vertrauen, stülpt ihr ihm einen Sack über den Kopf und wir schleifen ihn nach Antiva. Nein, nicht Antiva, ihr Monster! Oder wir finden heraus, wann Salid eintrifft und halten ihn auf, bevor es zu spät ist. Ihr gebt nicht auf. Ihr glaubt doch nicht wirklich, ihr könntet eure Mission noch erfüllen. Allein? Wahrscheinlich nicht. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht versuchen sollte. Manche Dinge sind es wert, dass man dafür stirbt. Wie lösen wir das? Ihr versteht zu argumentieren. Was sind meine Optionen? Mir zu folgen oder nicht? Eigentlich ziemlich einfach. Ich habe den Eindruck, ihr seid eine außergewöhnliche Person, Hawk. Das wäre eure Chance, es zu beweisen. Ach, tatsächlich, wir stehen am Scheideweg, wie man so schön sagt. Talis verlassen, Talis folgen. Nun ja, wir sammeln jetzt erstmal ein, bevor wir überhaupt eine Entscheidung treffen. Und lassen uns das Ganze mal durch den Kopf gehen. Wollen wir dem Kuhn in Anführungszeichen, in dem Falle, obwohl sie es nicht geschickt wurde, unterstützen oder nicht?